Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15. Jetzt guckt euch mal diese Scheiße an. Das ist ja wieder blöd. Und zwar sagt er jetzt hier zwischendurch, hey, sie besitzen dieses Feld nicht. Also jetzt hier an der Kante zu Feld 20 anscheinend. Und deswegen seht er jetzt hier nicht. Warte mal, wo sind 20 überhaupt? Nee. Das ist die Grenze dann zu 26, ne? Ich jetzt hier stehe. Ja, ist die Kante zu 26, die er dann nicht macht. Dann verlaufen die Grenzen anscheinend zu dicht, ne? Das ist ja jetzt richtig doof. Dann würde ich fast sagen, wir kaufen 26 noch dazu. Weil da fehlt mir ja sonst echt eine nette Ecke, ne? Das werden wir auch manuell wahrscheinlich dann nicht machen können. Wobei es auch eine komische Form hat. Also eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht kaufen. Mist, vor allem 26, das wird nicht billig werden. Das wird nicht billig. Wir können ja mal kurz hinfahren, mal gucken. Mit unserem Service-Traktor. Ist ja immer weg von der Wiese. Ups. Ja, schade, dass wir dann solche Fehler dann doch noch da eingeschlichen haben. Ne? Das liegt jetzt übrigens nicht an Kaya, sondern an den Map-Ersteller, der Belgic Profonte. Ich habe gesagt, Feld 26, ne? Oder? Ah, Tom wieder. Doch, das war aber. Wo ist jetzt 26? Da neben, genau. Ja, doch, es ist Feld 26. Kostenpunkt. Na, 49.000. Wird mit der Kohle langsam eng. Vor allem, ich wollte ja nicht. Ich lasse es jetzt nochmal, weil ich wollte ja nicht auch das Kartoffelfeld kaufen. Auf der anderen Seite. Das wäre jetzt dann echt doof, wenn es gleich wieder komplett die Kohle weg ist. Ja, das sind wieder so die typischen Kursplay-Fehler mit Kurven. Genau, mal nochmal eine schöne Furche durch den. Ja, das ist das Ding halt mit dem. Mit den Einstellungen, wie wir es gemacht haben, ne? Wegen dem Vorgewende, wegen der Sicherheit. Aber das musste sein, das ging nicht anders. Also, ich bin mal gespannt, wie das Feld aussieht, wenn es fertig ist. Ich könnte jetzt natürlich eingreifen, aber die Frage ist, macht das wirklich Sinn? So, wir wollten hier das Feld weiter aufräumen, damit wir hier schnell noch die Beine pressen können mit dem tollen anderen Traktor, den wir gemietet haben, ja nicht mehr lange da ist. Den wir irgendwann später, wenn wir reich sind, wieder kaufe. So, und ich glaube, die Beine habe ich jetzt hier schon fast alle weggeholt. Und den hier nochmal. Ja, aber viel liegt hier auch nicht mehr, ne? Aber vielleicht gehen wir noch ein Bein zusammen. Und da ist noch was. Und den packe ich aber jetzt auch hier mit zum Anhänger. Den laden wir dann halt. Da liegen auch noch zwei. Da haben wir dann halt so auf. Da muss ich aber erstmal gleich gucken, wie viel denn überhaupt noch geht. Was du überhaupt noch drauf kriegst. So. Hier vorne noch weg. Und dann kann das Feld hier auch gegrubbert werden.
Und dann mal schauen, was wir dann hier ansehen. Ich finde jetzt auch ein Rübenfeld gar nicht schlecht. Das hatten wir hier auch schon mal. So. Jetzt den Einzelnen hier noch. Ich glaube, dann haben wir es. Dann teste ich das mal eben. Schön ist ja bei dem Traktor hier wirklich mit dem Schwerpunkt, ne? Ich habe jetzt gar kein Gewicht hinten dran. Da hat er zumindest bei Beilen und teilweise auch bei Holz überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so wäre, dass der Traktor einfach so ist, oder ob der halt einfach ein Spiel vielleicht irgendwie hätte anders programmiert werden müssen. Achso. Nee, ich habe die Mod noch nicht mit. Aber naja, wir steigen ja gerne aus. So, passt doch. Super. Gut. Jetzt schalten wir nochmal die Hilfe ein. Und beladen das Ganze mal. Gewählte Ladeart automatisch. Macht da jetzt noch nicht, okay. Da müssen wir nochmal wechseln. Gewählter Produkttyp Strohquaderbein. Das ist natürlich sowieso falsch. Denn wir brauchen. Rundbein mit 1,50 Meter. Tada! Ich bin auf der falschen Kamera. Ja, man sieht, da passt auch noch ein bisschen was drauf, ne? Dann nehmen wir den Rest nochmal mit. Die, vielleicht die letzten beiden, die da matsch liegen, die machen, laden wir mal selber drauf, nochmal so manuell. Oder? Das mal probieren. Ich muss eben nochmal aufsteigen. Dann holen wir die mal ran. Ich lasse die Tür kurz auf. Ist eh steckig. So, die hat mal wieder rein. Ich habe mal eine Gabel sehe. Okay. Und einmal die andere Seite. Ich überlege auch schon ernsthaft, ob wir diesen Überladewagen verkaufen sollten. Den wir haben, den kleinen. So viel bringt uns der auch nicht. Ja, musst du auch schon gut handeln hier, ne? Dass da jetzt auch dahin passt. Ich muss mal von draußen gucken. Völlig schief. Und weißt du, warum der hier... Ich kann ja jetzt durchgreifen, ne? Weil er die jetzt... Ah, Mist. Mist, ich werde die gar nicht los. Also in Kombination geht das jetzt nicht. Hätte ich vorher, hätte ich die einfach nochmal lösen müssen. Das ist aber nicht so tragisch. Stellen wir jetzt hier davor. Nicht wegrollen, Jungs. So.
dran. Bleiben Sie ruhig. So. Jetzt weggerollt, aber fahren wir mal zurück. Guck mal, ob das automatische Laden noch aktiviert ist. So, da haben wir sie drauf. Ist doch schon ein ganz nettes Bild, ne? Okay, dann fahren wir erstmal rüber da zu den Gesammelten. Die sollten ja schon noch komplett drauf gehen. Wie war's das? Jupp, die beiden sind über. Gut, dann müssen wir die dann später, dann bringe ich jetzt die erstmal zum Hof. Könnten aber erstmal ihn hier abstellen. Zusammengeklappt hat er schon. Dann haben wir jetzt auch nicht alle Felder eingesät. Ich meine, ich kann noch mal. Der ist nur nicht gedüngt, das hat er auch gemacht, ne? Ja, Rinder haben wir noch nicht. Machen wir hier vorsichtig runter. Immer schön an den Werkstattmod denken. Hm? Nicht vergessen. Okay. Und dann geht es hier gleich links rum. Und dann sind wir auch schon wieder am Hof. Dann kann auch der Drescher jetzt hier mal rüber. Können wir mal anfangen. Ah, was habe ich noch drin? Die Matschfetzen hier. Okay, ich muss natürlich das Ding hier erstmal sauber machen. Kommt erstmal zur Seite oder den werden wir dann wohl nehmen, um zu häckseln. Ja, dann möchte ich den Traktor mit drüber nehmen. Weil dann brauchen wir dann die Power für den IT-Runner. Da geht ja einiges rein. Okay. Dann fahren wir zum Hof. Ziehen wir mal die Tür zu. Nehmen wir den Kram mal mit hier. Das Bild ist schon geil. Mit diesem. Ich liebe das ja, wenn Ballen, auch wenn du so original so einen Traktor siehst, wenn die so schön gestapelt sind, das ist irgendwie, weiß nicht, halt was von Landleben. Das strahlt irgendwie, weiß ich auch nicht aus. Es gibt doch nichts Schöneres als die Felder mit dem mit diesen Männchen, die dann da aus den Beinen gemacht werden. Ich wollte eben nochmal gucken, ob ich hier das nicht einklappen kann.
Das hatte ich schon mal gemacht, ne? Und nicht hinbekommen. Maste ausfahren, Funktion wechseln. Riegel öffnen. Funktion wechseln, Spieße entfernen. Spieße nach außen. Ach, so machst du die breiter. Ach so. Na gut, müssten wir sowieso mal machen. Das wäre jetzt eh nicht schlecht gewesen. Spieße anbringen. Aber ich wollte eigentlich die Dinger reinklappen. Funktion wechseln. Riegel schließen. Und Funktion wechseln, Sicherheitsstifte zumachen. So. Macht man das jetzt vielleicht doch von innen? Mal auf die Gabel. Ah, dann machst du mich von innen. Transportposition. Das wollte ich ja nicht nur. Aber naja, wie gesagt, durch den kleinen Umstand eben haben wir jetzt wenigstens mal eine vernünftige Breite, ne? Weil die Beine haben sich beim automatischen Aufladen immer so ein bisschen getroffen. Was dann auch blöd ist. So, hier habe ich jetzt auch ein mulmiges Gefühl mit dem Riesenanhänger. Ich hoffe, dass wir dann nirgendwo hängen bleiben. Jetzt wieder irgendwas kaputt hauen. Passt aber, okay. Das laden wir jetzt ab am Hof. Dann würde ich den nochmal mitnehmen. Vorher pressen wir noch den Rest da. Dann wird gegrubbert, zeitgleich hier geerntet. So, warte mal, müsste mal jetzt hinten reinfahren. Ich glaube, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das ist ganz schön eng. So, hier möglichst dicht an der Kante. Ah, doch, geht. So, die Frage ist, wie wir das jetzt abladen. Ich würde fast sagen, ich ziehe noch ein Stück vor. Wir packen das dann alles hier nach links. Und ja, könnt es dann halt gemütlich einladen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und lasst gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder, wenn ihr Lust habt. YouTube. Macht's gut. Ciao.